Voice recognition authorized. Welcome. So, wir kommen zurück. Als erstes kümmern wir uns hier um den versprochenen Schusssound. Da wir jetzt insgesamt so nichts im Game hatten, was wir verwenden können, habe ich jetzt hier den First-Person-Ordner verwendet. Der kommt aus dem First-Person-Template. Templates kannst du hinzufügen über Add Import, Add Feature or Content Pack und dann was auch immer du willst. Und dann hier Add to Project, dann landet das Ganze hier. Das hat natürlich den Schusssound von dem entsprechenden Projekt auch drin als Wave-Datei und die kopieren wir uns jetzt erstmal in unseren Ordner. Ganz wichtig, wenn du mit sowas arbeitest, am besten immer eine Kopie machen in deinen Bereich, damit das alles unberührt bleibt hier, was du dir so zusätzlich runtergeladen hast. Und dafür braucht man natürlich einen neuen Ordner. Dann wieder zurück und dann machen wir eine Kopie. Aus dieser Kopie hier, das ist eine Wave-Datei, machen wir ein Queue. Und nennen sie Fire. Im Übrigen kannst du dir diese Wave-Dateien, also ganz normale Waves, einfach per Drag and Drop von deinem Desktop oder wo auch immer auf den Content-Browser ziehen, also in den Content-Browser-Bereich hier und der wird die dann automatisch implementieren. Außerdem kannst du natürlich jederzeit auf deine Folder-View gehen, also wo auch immer deine Engine liegt und unter dem Content-Folder kannst du dann in dem entsprechenden Ordner, weil die Ordnerstruktur siehst du dann auch unter Windows im Explorer, einfach reinkopieren und wenn du den Engine das nächste Mal startest, dann siehst du das auch sofort hier. Daraus machst du dir dann die Queues und die kann man dann entsprechend bearbeiten. Und wie, das zeige ich dir jetzt. Wichtig war, dass wir das hier haben, das Setup. Und jetzt müssen wir dorthin, wo geschossen wird. Also am besten, theoretisch kannst du natürlich überall hin, aber am besten natürlich da, wo auch dann direkt der Linksklick gemacht wird. Und das ist in unserem Fall in unserem Pawn. Und wo ist es da? Left Mouse Button. Und dann startet er das Geschoss. Hier tippe ich dann einfach ein Play Sound. 2D in dem Fall, weil es keinen Sinn macht, den at Location zu nehmen. Also ich meine den hier. Weil der eh immer an derselben Stelle hinter der Kamera ist, beziehungsweise hinter dem Pawn. Und dann hört er sich auch gleich an. Deswegen kann man direkt 2D nehmen. Den habe ich jetzt angeschlossen. Hier müssen wir unter Sound noch ein Sound Cue aussuchen und das ist natürlich dann unser Fire. Hier mache ich den Sound schon mal ein bisschen leiser, weil die sind laut für gewöhnlich. Ja, das funktioniert schon mal. Was ist jetzt das Besondere an so einem Sound Cue, den wir erstellt haben? Warum nehmen wir nicht einfach die Wave-Datei? Das ist ganz einfach. Das ist ein eigenes System von Epic und hier kannst du dann nochmal individuell einstellen, was dein Sound alles wirklich machen soll. Also du kannst zum Beispiel in einem Sound Cue unterschiedliche Fire Sounds hinzufügen. Da könnten jetzt auch 10 sein. Dann könnte man in der Mitte sagen, nimm immer irgendeinen anderen. Oder man baut einen Modulator ein. Kann ich dir auch mal eben zeigen. So, da muss ich aber vorher mal den Sound ein bisschen niedriger machen. Nochmal 0,1, 0,3 und hier können wir halt den Pitch verändern. Jedes Mal, wenn ich in-game die linke Maustaste drücke und das Ding hier aktiviert wird, dann nimmt er einen Random-Wert hiervon. Und das und dann macht mal ganz krass 0,5 und 1,5. Wenn wir es ein bisschen cooler machen wollen, das auch. Okay, der soll immer bei 0,1 bleiben. Gucken, ob das hinhaut. Ist ein bisschen zu leise gewesen. Aber du siehst, wo da die Reise hingeht. Das kannst du dann noch entsprechend anpassen. In unserem Fall ist das natürlich jetzt doppelt. Ich nutze das Ding hier, aber ich wollte nur mal kurz zeigen, wie so ein Sound Cue funktioniert. Das heißt, hier wieder alles raus. Speichern. Weg. Okay, das ist schon mal ein bisschen besser. Und dann haben wir auch offiziell einen Fire Sound hinzugefügt.
Als nächstes kümmern wir uns um Background-Musik und wo wir die herkriegen. Hier ist jetzt ja auch nicht viel zu holen im Starter-Content und so weiter. Deswegen musst du dir an der Stelle was runterladen. Epic Games hat über den Marketplace ja super viel Free Content, da ist auf jeden Fall was dabei. Ich habe auch schon mal reingeguckt, in unserem Fall. Also hier bei Epic Games Browser natürlich oder über die Webseite. Die Webseite ist ein bisschen schneller. Auf Free klicken und dann auf Epic Games Content. Dahinter verbirgt sich dann noch jede Menge Stuff, den du vielleicht später nochmal brauchen wirst. Dazu komme ich aber später noch. Hier haben wir jetzt unter der Free Collection, ich glaube das war bei 5. Irgendwo hinten. Ja, ein weiter. Das Fantasy Music Pack. Das kannst du dir dann einfach kaufen, weil es umsonst ist. Kannst du dann einfach weiterklicken und wenn du dann in deiner Bibliothek bist, suchst du dir das raus und gehst einfach auf dem Projekt hinzufügen, wählst dann deinen Projektnamen aus von unserem Projekt und dann ist es schon reingeladen. Ich will das kurz machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zurück in der Engine. Hier haben wir jetzt einen Ordner, der heißt Fantasy Orchestral und hier drunter finden sich dann die ganzen Dateien, die du runtergeladen hast. Wie gesagt, das ist alles umsonst, kannst du überall benutzen, auch in jedem Spiel, was du verkaufen möchtest. Und hier kannst du dir dann unter Waves und unter Cues dann den Sound auswählen, auf den du Bock hast. Ich habe mich hier dann für Magical Fantasy entschieden, das ist der hier, aber hör sie dir alle an. Oder benutze natürlich, was auch immer du möchtest, wenn du dir ein anderes Content Pack gekauft hast schon, geht das natürlich auch. Ich beziehe mich jetzt immer absichtlich nur auf Free Stuff. Dann wie immer im Main-Ordner erweitern und reinkopieren. Da ich jetzt will, dass das automatisch startet, wenn das Level startet und da das Level spezifisch sein soll, das musst du dann in Betracht ziehen, wenn du mehrere Levels haben willst, ist der beste Ort hierfür, zumindest für unser kleines Projekt hier, die Level Blueprint. Tick brauchen wir nicht. PlaySound 2D. Und hier fügen wir jetzt einfach den hinzu, den wir hier unten ausgewählt haben. Ich mache es erstmal ein bisschen leiser, schauen wir mal. Ja, Begin Play, er startet den Sound, ganz easy. Ja. Ist ein bisschen zu leise. Ich noch mal 5. Wieder ein bisschen zu laut, aber du kannst es dir dann auch individuell anpassen. Ja, und somit haben wir auch schon einen Background-Sound in unserem Game. Wieder zurück im Epic Games Browser. Nochmal ganz kurz hier in die Marktplatz-Section. Unter Free und Epic Games Content findest du, und ich glaube, das war jetzt als allerletztes. Ja, findest du hier die diese ganzen Backgrounds und Spiele-Templates und alles Mögliche von Infinity Blade zum Beispiel auch. Wir haben ja auch die Soul City, die Soul Cave, die Icelands, die Firelands. Firelands sind für uns natürlich ziemlich geil. Aber es gibt ja auch noch die Grasslands und so weiter und Effekte. Das kannst du dir alles runterladen, installieren und nutzen. Wie man das jetzt so macht oder beziehungsweise wie man sich Effekte da einfach rauszieht, ist auch ganz easy. Ich zeig's dir aber trotzdem mal mit den Infinity Blade Firelands. So, ist jetzt alles dem Projekt hinzugefügt. Dürfte jetzt bei dir ein neuer Ordner liegen. Und also du hast natürlich auch die Maps, die kannst du dir angucken. Beachte bitte, dass da dann natürlich die ganzen Shader geladen werden müssen von dem ganzen neuen Kram, der jetzt in deinem Projekt ist. Das kann ein bisschen dauern. Also wenn bei dir unten steht 10 Minuten Shader, Compiling oder irgendwie sowas, das ist ganz normal. Einfach abwarten, bis das durchgelaufen ist und dann wird auch alles wieder normal aussehen danach. Ich habe das jetzt schon gemacht. Hier unter, Moment, ja, Fire und zum Beispiel Fire Rocky oder hier ist jetzt, die ganzen Ordner sind voll mit Kram von Epic. Fire Rocky, hast du hier die Static Meshes, also natürlich auch die Texturen dazu und die Materials, aber die interessieren uns am Anfang jetzt erstmal nicht, weil
eh alles schon zusammengefasst ist unter den Static Meshes und den ganzen Kram hier und die ganzen anderen Ordner sind auch voll damit, kannst du jetzt benutzen. Das kannst du einfach reinziehen in dein Level oder irgendwelche Sachen austauschen, zum Beispiel das hier, wenn du das Ding ein bisschen größer machst, ist das halt so ein Stein, einfach in der Blueprint austauschen in Static Mesh. Guck natürlich, dass die Größe ungefähr passt, wie das mit den Kollisionen ist und so weiter, hast du ja auch schon gelernt. Ansonsten schaust du einfach nochmal das Video an dazu. Gut, ich lasse mal hier drin. Kannst du ja auch jederzeit scalen. Was haben wir hier noch? Ja, für den Hintergrund muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ziemlich coole Felsen. Auch in 1000 Ausführungen hier. Die kannst du dann einfach auch zusammenschieben und ein bisschen drehen und so weiter. Und dann sieht der Hintergrund auch schon ein bisschen geiler aus. So, das dazu. Geh es einfach alles durch und such dir das Beste für dich raus. Was man zusätzlich noch machen kann. Und übrigens kannst du natürlich auch Content Packs kombinieren. Ne? Du musst jetzt nicht nur alles von Firelands nehmen. Hau dir alles hier rein, was free ist von Epic Games hier und kombiniere das einfach so, wie du Bock hast. Bei uns ist es jetzt ja noch ziemlich hell mit Steuerung L. Kannst du ja hier alles beeinflussen, also die Tageszeit. Und wenn du das dann noch ein bisschen dunkler machst, sieht das vielleicht noch ein bisschen besser aus. Es gibt noch eine Funktion in den Project Settings, die ist allerdings noch in der Beta. Einfach hier oben Screen. Space, bla bla bla. Ja, Global Illumination müsste man direkt sehen. Ja. Da wird quasi dafür gesorgt, dass das, was du siehst, reflektiert wird auf den Mesh dahinter. Bedeutet also, wir sehen, also die Kamera sieht jetzt die Farbe rot und weiß und so weiter. Und das wird dann an die Wand projiziert und sieht dann nochmal geiler aus. Der Effekt, der geht weg, wenn du dich wegdrehst, wie du siehst. Da wir eh nur so spielen. Sieht das schon mal bedeutend besser aus als eben. Was ich auch noch gesehen habe, was ich dir zeigen wollte. Ich lasse das jetzt einfach mal an. Auch im Marktplatz. Ah, hier, alles klar. Die hier meine ich. Gibt natürlich noch ein paar andere, aber die hier sind ganz geil. Da ist auch ein Drache dabei und alles animiert und so weiter. Na gut. Ein paar Sachen brauchen wir vielleicht nicht, aber auf jeden Fall der Drache, das sieht damit sicher auch geil aus, wenn er da irgendwo auf dem Berg steht. Und auch hier gilt, runterladen, einfach rüberziehen, fertig. Wenn du eine Frage zum Thema Animationen hast, weil da kann man sicherlich noch die Standard-Animation aktivieren, also diese Idle-Animation von den ganzen Models, dass er da auf dem Berg steht und nach links und rechts guckt oder irgendwas, werden die mit Sicherheit machen, dann haust in die Kommentare. Und an der Stelle haben wir jetzt so den ganzen groben technischen Kram durch. Wir haben jetzt alles gelernt, was wir brauchen, um daraus ein cooles Spiel zu machen. Und wir wissen auch, dass wir im Grunde genommen alles hier austauschen können und wie groß diese Sphäre jetzt ist, von wie viel Gegner, also was auch immer du dann da spawnst. Ich habe es einfach Gegner genannt, also bei mir sind es halt Steine. Spawn entscheidest du selber, wie schnell oder wie lang die Dinger hier nach unten wandern und ob die Lava vielleicht sogar steigt, das ist ja in der Theorie auch möglich. Das überlasse ich jetzt alles dir bis nächste Woche und ich werde auch schauen, dass ich aus dem ganzen Kram, den ich so finde, ein bisschen was zaubern kann und werde dann das Spiel vorstellen. Wenn du quasi auf deinem Weg jetzt zu deinem eigenen kleinen Spiel Fragen hast, haust auch alles hier in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.